Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zum Budapester Gambit. Und heute starten wir mit der Aljechin-Variante oder dem Aljechin-System. Und da werde ich heute auch gleich auf die Hauptvariante eingehen. Also schauen wir uns nochmal das Budapester Gambit an. D4, Springer F6, C4, jetzt kommt E5, D schlägt E, Springer G4 und das Aljechin-System ist jetzt E4 an dieser Stelle. So, Schwarz hat jetzt verschiedene Möglichkeiten. Der Normalzug ist Springer schlägt E5. Aber es gibt auch noch zwei andere Möglichkeiten. Einmal, man kann im Gambit-Stil mit D6 fortsetzen, also noch einen Bauern geben jetzt. Oder man kann den Springer mit H5 decken. Das sind zwei unkonventionellere Möglichkeiten, auf die ich dann in späteren Videos noch eingehen werde. Aber schauen wir uns heute erstmal die Normalvariante an, Springer E5. Und jetzt Standard an dieser Stelle ist eigentlich F4. Also wenn Weiß jetzt irgendwie Zahmer fortsetzen würde mit F3 oder Springer F3, dann kann ich natürlich dann einfach Springer BC6 spielen und mein Springer steht dann hier erstmal auf E5. Wunderbar. Und darum ist eigentlich die beste Möglichkeit für Weiß jetzt an dieser Stelle F4. Und jetzt hat Schwarz wieder zwei Möglichkeiten. Entweder Springer EC6 oder Springer G6. Hauptvariante ist Springer EC6. Einfach weil er dann auf G6 etwas exponiert steht. Ist aber auch eine Variante, auf die ich dann an späterer Stelle noch eingehen werde. Schauen wir uns also heute erstmal Springer EC6 an. Und nochmal an dieser Stelle. Hauptvariante ist jetzt Läufer E3. Ganz einfach, damit der schwarzfältige Läufer von Schwarz nicht hier dieses schöne Feld auf C5 bekommt. Andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel direkt Springer F3, werden wir auch an späterer Stelle nochmal sehen. So, dann muss ich eben Schwarz jetzt ein anderes Feld für seinen schwarzfeldrigen Läufer suchen. B4 Schach, also Läufer B4 Schach ist da die Variante. Und der Normalzug ist jetzt Springer C3. Andere Möglichkeiten wären Springer BD2 oder König F2. Das sind auch zwei ungewöhnlichere Varianten, auf die ich dann beim nächsten Mal eingehen werde. So, jetzt habe ich viel erzählt, was ich heute alles nicht bespreche. Aber hier die Variante mit Springer C3 ist die, die ich heute besprechen möchte. Und jetzt gucken wir uns drei verschiedene Fortsetzungen von Schwarz anhand von Partiebeispielen an. Sei schon vorne weggenommen, dass Schwarz in allen Varianten verliert, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Schlechtigkeit dieser Variante geschuldet, sondern eher den individuellen Partien. Und wir werden sehen, dass da teilweise Schwarz doch absolut Ausgleich hatte. Aber so, was gucken wir uns heute alles an? D6, Dame E7 und Dame H4. Und als erstes möchte ich mal D6 angucken. Und jetzt einfach mal hier die Partiefortsetzungszüge, wie es weiterging. Dame C2, der zweite Springer wird entwickelt nach A6. Weiß rochiert hier lang. Läufer G4, Läufer E2 wird getauscht. Dame C8, Springer G3. Läufer C5 jetzt wird hier auch wieder getauscht. So, jetzt stehen die schwarzen Springer eigentlich mehr oder weniger okay. So. Und jetzt versucht natürlich Weiß hier sofort auszunutzen, dass der König noch nicht rochiert hat und die Türme hier schon in Aktion treten können. Direkt E5, D schlägt E, jetzt kommt der Springer nach F5 rein, G-Bauer hängt, Springer E6 und F schlägt E. Und Schwarz begeht jetzt hier den Fehler, indem er jetzt hier zuckt und den E-Bauern mitnimmt. Richtig wäre an dieser Stelle gewesen, einfach Rochade und dann weiterspielen. Ist ja noch alles ausgeglichen. Jeder hat 6 Bauern und dann muss Schwarz halt gucken, dass er hier noch aus den Klötzen kommt. Aber hier rauszunehmen in der Partie war mehr oder weniger tödlich. Das spielt sich jetzt fast ganz von alleine, werden wir sehen. Turm HE1. Von wem ist die Partie? Das ist aus den 60er Jahren. Chebotajew gegen Matschkin. Und ja, es ist hier schon gezwungen, F6 zu spielen.
Springer e4. König geht mal aus der Linie heraus. Dame f2. Springer f7. Und man sieht, es geht hier Einbahnstraßen schachmäßig. Dame Schach, Springer geht zwischen und jetzt nimmt der Turm. Und nach Moment. Hoppla, wo bin ich jetzt? Der Turm nimmt und nach dem Schach droht hier. Was droht hier eigentlich? Der König kann also nicht nach g8 gehen, weil dann einfach mit Springer Gabel die Dame fällt. Das heißt, er muss hier nach vorne. Schach, König geht raus. Schach, König nimmt den Springer. g4. König geht weg und nach Dame schlägt f6. Wird es einfach zweizügig matt. Weil der König muss jetzt auf g4 nehmen und dann kommt einfach Turm g1 und Dame h6 matt. Gut, oder entsprechend Dame g5 matt, je nachdem. Ja, so viel zu dieser Partie. Also man kann sagen, dass d6, wo haben wir es denn? Gehen wir nochmal zurück. d6 an dieser Stelle eine sehr passive Fortsetzung ist und wahrscheinlich nicht die Fortsetzung der Wahl. So, schauen wir uns mal die zweite Partie an. Dame e7. Sieht schon etwas aktiver aus, greift hier erstmal noch zusätzlich den Bauern hier auf e4 an. Weiß entwickelt sich mit Läufer d3. Mal nachgucken, was ist das für eine Partie, die wir hier haben. Das ist Aljechin persönlich gegen Seitz. Aus den 1920er Jahren. So, und jetzt hat hier Schwarz mit f5 fortgesetzt. Das ist keine gute Idee. Man kann sich merken, dass man hier die Bauern immer mit Figuren angreifen sollte. Ja, zumindest der Bauer auf e4 muss auf jeden Fall mit Figuren angegriffen werden. Also f5 war hier keine gute Idee. Besser wäre wahrscheinlich gewesen, Läufer schlägt c3, hatte hier erstmal diese schlechte Bauernstruktur, dann den Springer entwickeln, Springer nach c5 rein und dann b6 nebst Läufer b7 und dann steht Schwarz eigentlich ganz solide. Aber schauen wir mal, wie es in der Partie kam. Also kam f5. So, jetzt cleverer Zug von Aljechin an dieser Stelle erstmal. Dame h5 Schach, um g6 zu provozieren und die Diagonale a1 h8 zu schwächen. Es kommt doch g6, Schwarz hat ja nichts anderes. Dame f3 und Läufer tauscht hier einmal ab. Jetzt kann man an dieser Stelle f schlägt e. Besser wäre wahrscheinlich gewesen d6 und dann kann es zum Beispiel weitergehen mit Springer e2, Rochade, Springer g3, Springer a6, Rochade. Läufer d7, Turm b1. Weiß steht an dieser Stelle immer noch klar aktiver in der ganzen Stellung, aber ist auf jeden Fall wahrscheinlich besser als die Partiefortsetzung. So, zurück Marsch. Also Schwarz hat an dieser Stelle hier einmal zugegriffen. Läufer nimmt. Rochade. Läufer d5 Schach. König geht ins Eck. Springer h3. Man sieht schon, schielt hier so ein bisschen nach g5 und dann droht hier vielleicht schon mal irgendwann so ein Springer-Einstieg auf f7 mal irgendwann. So, jetzt d6, Rochade, dann greift Schwarz hier gleich zu, um den Springer zu beseitigen. Und Partiefortsetzung war jetzt damit d7. Nach Springer d7 zum Beispiel würde jetzt Turm e1 kommen, hat einfach hier den Turm e1, droht den Läuferabzug mit Schach und Angriff auf die Dame. Das heißt Dame g7 zum Beispiel, f5, g5, Turm b1, der B-Bauer kann nicht ziehen, weil der Springer hängt. Das heißt Turm b8, f6, Springer nimmt, Läufer nimmt und dann wird hier getauscht und nach Läufer d4, Turm f8 gewinnt
Weiß einfach. Gut. Schauen wir mal, wie es in der Partie kam. Also hier kam dann Dame D7. Jetzt natürlich nicht tauschen, sondern F5 an dieser Stelle, starker Zug. In der Partie kam G schlägt F5, aber wenn er mit der Turm nimmt, das hilft ihm auch nichts. Dann kommt G4. Und nachdem der Turm hier tauscht, ist Rot jetzt einfach Turm F7 und dann kracht es hier auf H7. Und egal was Schwarz hier macht, zum Beispiel Dame hierhin, um hier mit Schach zu nehmen, kommt trotzdem. Und auf das Schach geht der König einfach weg. Also König geht weg und macht damit Läufer G1 zu. Das heißt, das kann er eher einfach nicht verhindern. Wenn die Dame hier rüber geht, dann kommt Läufer H6 und dann ist es auch breit, weil dann unten der Turmeinstieg auf F8 nicht mehr zu verhindern ist. Und als letztes im Angebot hätten wir noch Springer D8. Einfach hier, um nochmal das Feld F7 zu decken. Und dann kommt hier einfach das Läufer Schach auf D4. Und der König kann nicht ziehen, weil beide Läufe hier prima stehen. Das heißt, die Dame muss dann hier geopfert werden. Gut. Das heißt, der Turm kann nicht nehmen. Darum hat der Seitz hier in der Partie mit dem G-Bauern genommen. Turm B1. Einfach um B6 zu erzwingen. Dann könnte es zum Beispiel weitergehen mit Turm E1, Springer A6, dann wird hier einmal genommen, Läuferschach, König G8, Dame G3 Schach und bereit. Das heißt, hier unten ist dann matt im nächsten. Das heißt, es könnte passieren, wenn hier B6 an dieser Stelle kommt. Das heißt, hier an dieser Stelle hat er dann F4 gespielt. Läufer nimmt, dann hier unten die Dame rausgenommen, aber sehr schöner Zug von Aljechin an dieser Stelle. Jetzt kommt erstmal hier das Läuferschach und wenn der Läufer jetzt genommen wird, dann Turm schlägt F8, König G7, nebst Turm G8 Schach und dann kann ich anschließend einfach die Dame gemütlich rausnehmen. Machen wir es einfach mal, zum Beispiel Springer nimmt, Turm nimmt, Schach. Der geht weg und jetzt kann ich hier rausnehmen und dann habe ich einfach eine Qualität mehr. Gut, ich glaube, das war's mit dieser Variante. Ja, nach Läufer E5 hat Schwarz dann hier an dieser Stelle aufgegeben. Gut, wir haben gesehen, wenn Schwarz hier ein bisschen genauer gespielt hätte, hätte ihm dieser Dame E7-Zug wahrscheinlich doch noch halbwegs gleichwertiges Spiel bringen können. So, und jetzt schauen wir uns die letzte Partie an und wahrscheinlich auch die beste Idee. Das ist eine Partie von, wie heißt der gute Mann? Karl Gilk mit Schwarz gegen keinen geringeren als Paul Keres 1937. Und zwar hatte Gilk hier die Idee, quasi so ähnlich wie Aljechin in der Partie zuvor, hier mit Dame H4 Schach G3 zu erzwingen und dann später mit B6, Läufer B7 hier diese schwache Diagonale dann auszunutzen. Gut, kam dann G3, jetzt hier einmal zwischengenommen, Dame geht zurück nach E7. So, und wenn jetzt zum Beispiel das logisch aussehende Läufer G2 käme, dann kann man hier wirklich einfach B6 spielen und zum Beispiel nach Springer E2, Läufer G7, Rochade, Springer A6, dann noch lange Rochade von Schwarz, dann hat hier Schwarz wirklich vollkommen ausgeglichenes Spiel. Aber Aljechin war, Keres hat dann hier an dieser Stelle Läufer D3 gespielt. Also entsprechend besser als Läufer G2 an dieser Stelle. Springer A6 und jetzt Läufer C2. Ganz einfach mit der Idee, dass jetzt Springer C5
nicht wirklich geht wegen Dame D5. Das heißt, der Läufer macht Platz für die Dame an dieser Stelle. Das hat Gilk natürlich gesehen und hat dann hier stattdessen dann B6 gespielt, einfach mit der Idee, jetzt Läufer B7 lange Rochade. Weiß entwickelt sich weiter mit Springer F3. So, jetzt kann Springer C5 hier kommen. Jetzt Dame D5 bringt jetzt nicht mehr was, weil der Springer dann gedeckt ist. Erstmal Rochade. Und der Bauer hier, der kann jetzt nicht wirklich genommen werden, weil Läufer nimmt, Dame nimmt und dann kann Weiß hier oben rausnehmen, weil Turm E1 droht. Und auch wenn die Dame wegzieht, ist Turm E1 sehr unangenehm und dann kann ich hier anschließend auch noch den. Obwohl, man kann auch direkt den C-Bauer nehmen, aber Turm E1 ist wahrscheinlich ein bisschen unangenehmer. Okay. Das heißt, an dieser Stelle Läufer B7, dann E5, letzt die lange Rochade von Schwarz, Springer D4 und jetzt kam F6, was keine gute Idee war. Besser wäre gewesen, jetzt G6 zu spielen, einfach um zu verhindern, dass der Springer nach F5 reinkommt und dann kann man anschließend mit F6 oder D6 zum Beispiel fortsetzen. Und das wäre sicher auch ausgeglichenes Spiel für Schwarz gewesen. Aber an dieser Stelle F6. Jetzt ergreift Weiß die Initiative mit Springer F5, Dame F8, Läufer D4. So, Springer wird jetzt erstmal wieder vertrieben. Geht zurück nach E3. Wird einmal genommen. Man sollte meinen, das sollte doch jetzt für Schwarz eigentlich besser sein. Hier der Weiße vier vereinzelte Bauern, aber Weiß hat, wie wir sehen werden, das aktivere Spiel einfach. So, der Springer kommt jetzt hier nach D5 erstmal rein. Springer E6. Dame D3. Turm F8. Schönes Feld für den Turm hier auf F6. Wenn der Turm nimmt, dann hat man hier natürlich diesen Freibauern auf F6 dann als Weißer. Partiefortsetzung war jetzt Dame H5. Aber auch Springer C4 ist nicht wirklich besser. Können wir uns mal angucken. Springer C4, C4, Läufer D5. Das wird hier, kann hier unten einmal zwischennehmen. C schlägt D, Springer G5, Turm F1, Springer H3 Schach und zum Beispiel nach König G2, Turm dem König nimmt, sollte Weiß hier das bessere Endspiel haben, zum Beispiel mit Läufer B3 und dann E6 als Idee. Um sich dann hier ein Freibauern zu bilden. Also das sollte eigentlich auch besser für Weiß sein. Gut. Hier an dieser Stelle spielt Gilk Dame H5. Jetzt kommt Turm E1. Springer schlägt, C schlägt, Läufer schlägt. Und jetzt findet hier Keres einen sehr schönen Zug, nämlich Läufer D1. Und wir sehen, wenn jetzt ein Standardzug gekommen wäre, wie zum Beispiel C schlägt D, Turm schlägt, E schlägt F, Dame D5, da ist Schwarz eigentlich aus dem Schneider dann, mit einem Bauern mehr. Und auch wenn der Turm hier unten zwischennimmt, Turm schlägt, C schlägt, Springer G5, auch dann hat Schwarz eigentlich Ausgleich. Jetzt droht hier unten erstmal die Springergabel und auch ansonsten eigentlich eine gute Stellung für, also keine schlechte Stellung für Schwarz, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, Keres findet hier diesen schönen Zug, Läufer D1. So, und jetzt nimmt er hier erstmal zwischen, denn wenn jetzt ein normaler Damenzug gekommen wäre, dann kann man, warte, schauen wir es einfach mal an. Zum Beispiel, Schwarz geht jetzt hier zurück. Dann könnte immer hier C schlägt D kommen. Und der Punkt F3 ist dann im Gegensatz zu der anderen Variante fest in weißer Hand. Das heißt, hier kann er eigentlich schlecht nehmen. Also der Springer muss jetzt ziehen und dann kann man hier auf der F-Linie verdoppeln. Das sollte eigentlich klar besser für Weiß sein. Das heißt,
Er hat keine Chance, also versucht er sie zu nutzen. Das heißt, Läufer schlägt auf C, Dame schlägt, jetzt geht die Dame hier weg, G5, Läufer F3. Jetzt sehen wir hier schon hier die weißen Löcher, nachdem jetzt der weißfeldrige Läufer von Schwarz hier weg ist, werden jetzt noch unangenehm. König geht nach B8, es hat einfach gedroht, Dame A6 Schach und Matt. Das heißt, er geht jetzt hier weg, das auf Dame A6 kann er C6 dann spielen. Aber hier auf D6 steht die Dame natürlich noch besser. Auf D5, Entschuldigung. So C6 erzwungen, Dame D6 Schach, König B7. Und jetzt kann er hier unten einfach einmal zwischennehmen. Wenn der Turm nimmt, wie es in der Partie kam, dann hängt einfach der D-Bauer. Schauen wir uns erstmal das an. Dame schlägt, Springer C7, Dame schlägt und an dieser Stelle gab dann Gilk auf. 2-4, 2-4-5, also Weiß hat es hier zwei verbundene Freibauern und eine erdrückende Stellung. Zum Beispiel König geht jetzt zum Beispiel nach C. Ja, das sieht einfach schrecklich aus. König nach C6 geht, C8 geht, kann zum Beispiel auch Turm C1 kommen. Ja, wie gesagt, einfach kaputt. So, schauen wir uns mal an, wie das. Das ist nämlich auch eine sehr schöne Variante, wenn jetzt der Springer hier nimmt, einfach um nochmal hier den Bauern gedeckt zu halten. Jetzt kommt E6 und nach Springer E6 klatscht der Turm hier rein. Denn es wird jetzt zwangsläufig matt. Nach D schlägt E6, Dame nimmt auf D6, König A6, Läufer E2 Schach. Ich habe jetzt hier einfach nur die Variante mit König A5 genommen. Es dauert ein bisschen länger, dass es matt wird, wenn er jetzt hier die Dame noch auf B5 opfert. Aber das ist natürlich blödsinnig. Das heißt, König A5, Dame C3 Schach, König A4, Dame B3 Schach, König A5 und Dame A3 Schachmatt. Also nochmal eine sehr schöne Mattkombination dann hier zum Schluss. Ja, wie gesagt, Schwarz hat jetzt alle drei Partien hier in diesen Beispielen verloren, aber es waren auch sehr prominente Weißspieler dann hier mit Aliechin oder Keres. Das heißt, da kann man es den Schwarzspielern hier verziehen, dass sie die Partien dann verloren haben. Aber wir haben gesehen, sowohl in der zweiten Partie und vor allem in der dritten Partie hat Schwarz absolute Ausgleichsmöglichkeiten gehabt, positionell, und hat dann halt hier und dort mal daneben gegriffen. Aber das sollte man sich jetzt hier nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also auch im Aliechin-System jetzt hier eine Hauptvariante. Wir sehen auch, das ist also wirklich, wie ich finde, die beste Variante für Weiß, wo Weiß dann wirklich positionelle Vorteile rausholen kann, wenn Schwarz nicht absolut genau spielt. Aber selbst in diesen Stellungen kann Schwarz doch Ausgleich erzielen, wenn er's korrekt spielt. Gut. So, dann möchte ich es mal hier heute an dieser Stelle beenden. Wie gesagt, nächstes Mal zeige ich dann noch hier Varianten, wenn auf das Läufer B4 Schach nicht Springer C3 kommt. Und danach werden wir mal gucken, wie es dann weitergeht im Aliechin-System. Dann an dieser Stelle von mir herzlichen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Checkmate.